So, hier schön. So die Richtung, da fahren wir da vorne nicht ganz so dicht auf. Ja, das ist easy peasy hier. Auf der A68. Heißen die hier auch A? Echt? Ich war doch nie in England, ich kann es nicht beurteilen. Und wenn, würde ich auch nicht auf die Autobahnschilder achten. Oh, da war eine Tankstelle. Naja, wir müssen es damit schaffen, mit dem, was wir haben. Zudem fahren wir eh nicht mit unserem eigenen, der steht irgendwo in der Pampa. Aber wir brauchen halt auch unbedingt mal wieder Geld, nachdem wir so lange leer gefahren sind. Oh Gott, ich habe immer Angst, wenn mir da einer entgegenkommt. Ne, also durch zwei Aufnahmen, die wir jetzt schon leer gefahren sind, beziehungsweise eine, die ihr davon gesehen habt. Naja, brauchen wir wieder Kohle. Ja, wir können uns mal ein bisschen umgucken, jetzt geht es hier gerade nur geradeaus. Ah, da fliegt ein Flugzeug. Aha. Der Flugzeugsimulator ist also auch am Start. Ich war zu schnell. Ich fliege da immer noch. Hm? Ich sehe dich. Ups. Ich sollte nicht so viel rumspielen. Aber, sag mal, bewegt sich das überhaupt großartig voran oder sackt das immer wieder ein Stück ab? Ah, jetzt ist es weg. Glaube ich zumindest. Ich habe mich jetzt nicht getraut, so schnell lange zu gucken. Hier darf man nur 60 fahren. Ah, wobei, hier dürfen wir wieder unbegrenzt fahren. Yay. Geil. Zumindest mit der 60 aufgehoben. Darf man dann unbegrenzt fahren oder gibt es denn da ein Limit? Also ich glaube, es ist noch ein 100er Limit. Aber mal ganz im Ernst, wir sind in einem Truck unterwegs. Der kommt da nicht so richtig voran. Oh, Moment. Und bevor mir was umkippt, muss ich mal irgendwas richtig hinstellen. So. Denn nicht, dass es nachher auf meinem Tisch nass ist. Das wollen wir alle nicht. Dann habe ich nachher die ganze Suppe in der Tastatur. Okay, weiter, weiter, weiter. Hier durch dieses schöne englische Land. Ich finde das echt hübsch. Ein bisschen bergauf. Das merke ich natürlich wieder sofort, wie es dann am Motor zerrt. Boah, kommt man gar nicht mehr voran. 45, 46... Und ich drücke W dauerhaft. Und mit W komme ich übrigens voran. Aha, hier ist also ein Parkplatz direkt neben dem Feld. Wo sogar einige parken. Hm. Aber hübsche Gegend, muss ich sagen. Ah, jetzt kriege ich auch wieder schön Tempo drauf. So, hier geschmeidig die Kurve mitnehmen. Und 30? What the fuck? Boah. Komme ich doch mit 1000 km/h rum um die Kurve. Gerade ich vor allem Dingen. Und ich fahre sowieso zu schnell. Lieber ein bisschen abbremsen, bevor uns nachher irgendwas erwischt. Also, einen Blitzer meine ich damit natürlich. Kurve, Kurve. Fahr zu schnell. Zu schnell. Also hier rollt man so runter. Ah, das ist aber ganz realistisch gemacht, dass man auch rollt und gegenbremsen muss. Ah, ich werde auch wieder ein bisschen schneller. Krasse Straße irgendwie. Halt wenigstens mal nicht so geradeaus nur. Ich frage mich ja auch, wie doll haben die sich an die wirklichen Straßenbilder gehalten dabei? Habe ich eigentlich noch das Licht an? Ja, tatsächlich. Also das wäre ja auch wirklich mal interessant. Ich kenne die Straßenbilder jetzt halt nur so gar nicht. So, hier kann ich wieder Gas geben. Dementsprechend kann ich das halt überhaupt nicht beurteilen, was dann eigentlich so Sache ist und ob das realistisch ist und was nicht alles. Habe ich einfach keine Ahnung von. Ich bin einfach ein Autonoob. Das kann man so wohl behaupten. Deswegen weiß ich auch gar nicht, warum ich dieses Spiel überhaupt spiele. Und es fängt an zu regnen. Geil. So, dann machen wir mit Scheinwischer. 50 dürfen. Naja, dann ein bisschen runter. So, das typisch englische Wetter. Aha, was baut sich da für eine geile Brücke hinten auf? Sieht ja auch ganz schick aus. La, 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 wir fahren,
Achso, ich hoffe übrigens, dass ich die Folgen jetzt hier alle synchron schneide. Fahren ohne Licht? Was? Spastenspiel! So, Vorsicht. Fahren ohne Licht? So, hier, da hast du dein Licht. Blödes Spiel. Alter, wie du uns immer Geld für irgendwas abziehen. Hier, überholen. Von rechts. Darf man doch gar nicht. Rechts überholen? Nein. Also, zumindest in Deutschland nicht. Ich weiß hier bestimmt, weil anders geht's ja auch nicht. Oder? Irre ich mich? Also, darf man von rechts überholen in Deutschland? Okay. Nee, darf man nicht. Ja, ja, ich habe meine Verkehrsregel. Wir sind die besten Freunde. Übrigens, mit dem Fahrrad da hinten macht es auch sehr viel Spaß, durch die Verkehrsregel zu fahren. Ja, ja, ihr könnt euch vorstellen, wie ich das meine. So, kann wieder aufhören zu regnen. Danke, wir haben das Wetter gesehen. So, wahrscheinlich fahre ich jetzt wieder viel zu schnell, aber ist mir jetzt egal. Kommen wir dann eigentlich noch pünktlich an? Nächste Pause, verbleibende Zeit, 26 Stunden. Ja, dicke! Da können wir sogar nochmal schlafen. Und eine Tanke könnte ich wirklich doch gebrauchen. Also ich bin mir unsicher, ob der Tank ausreicht. 254 Kilometer haben wir noch vor uns. Man konnte auch irgendwo einsehen, wie viele Kilometer es noch sind, oder? Also wie viele Kilometer ich mit dem Tank noch schaffe. Ach, da unten steht es. 1220. Ja, da muss ich doch nicht tanken. Da muss ich das Geld dafür nicht ausgeben. So, und jetzt hier mit gemütlichen 90 km/h kommen wir auch mal ordentlich voran. Das ist doch gut. Endlich mal ein bisschen Tempo, ein bisschen Gas, ein bisschen Spannung. Und vielleicht taucht gleich ganz plötzlich einer vor uns auf und wir ärgern uns. Denn so ein bisschen neblig ist es ja auch. Da wäre jetzt eine Tanke, aber wie gesagt, das ersparen wir uns. Wir fahren zügig durch England. Und da wir jetzt ja unser eigenes Auto haben, könnten wir eigentlich auch mal gucken, dass wir das noch ein bisschen ausstatten, ein bisschen besseres Getriebe oder irgendwas rein. Damit vor allen Dingen die Bergfahrten auch besser klappen. Ja, das wäre auch nochmal eine Maßnahme. Könnten wir nochmal machen. Ah, aber wir schauen mal. Erstmal haben wir 50. Hält der Vater. Da bremst ihr ja in der Park schnell runter. Ja, komm, leck mich doch. Scheißspiel, Alter, im Ernst. Ich hab gerade abgebremst. Dann stell die Schilder halt früher auf. Alter Vater, und da vorne erwartet uns auch gleich wieder so eine geile Abfahrt. Vor der habe ich ja jetzt schon Angst, wenn ich das auf der Karte gerade sehe. Na, das wird ja hervorragend. So, wir reihen uns mal eben hier hinter ihm ein. Ja, kommen wir auf zu blinken. Und dann können wir hier gleich abfahren und ich fahre ich jetzt zu schnell? Ich habe keine Ahnung. Mir auch egal. Sollen wir unser ganzes Geld abziehen. Hauptsache, ich komme schnell voran. So, wir bremsen einfach mal ein bisschen ab. Denn hier geht es gleich irgendwo runter. Achso, muss man wohl nicht blinken, deswegen mache ich es auch mal nicht. Ja, enger geht die Straße dann auch kaum und langsamer geht es auch kaum. Ne, ihr lieben Leute da vorne. So. Schnarch, aber naja, wobei es ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Der Anhänger da fährt auch gerne mal noch ein bisschen auf Erde rum. Aha, und ich glaube, es hört langsam auf zu regnen. Zumindest kommt die Sonne wieder raus. Das heißt, wir können dieses ätzende Gequietsche dann auch ausschalten. So.
wieder die nächste Autobahn, die M9. Ja, ja. Fahr. Warum ist der so schnell da drüben? Alter Vater, ich will auch. So was nennt man übrigens auch Elefantenrennen und dahinter uns kommt auch gerade ein Auto, das sich jetzt darüber bestimmt freut. Aber ich glaube, das mit dem Elefantenrennen erzählt ihr schon mal, das ist eins der wenigen Dinge, die ich denn weiß. Mann, das wird eine bisschen längere Folge. Knapp 26 Minuten nehme ich jetzt schon auf. Aber was soll's, macht nichts. Werde ich dann wohl einfach splitten, beziehungsweise werde ich jetzt schon gesplittet haben, vermutlich. Ah, da vorne kommt schon wieder ein Schild. Mist. Da vorne kommt schon wieder ein Schild, wollte ich sagen, und ich habe mal kurz gebremst. Hab mir die Leitplanke dazu zu Hilfe genommen, weil meine Bremsen, die sind einfach nicht die besten. Hui, und da kommt eine Brücke. Mit 50, alles klar. Dann mal 50 eben. Und ich wundere, warum ich das hier mache. Ich habe da, ist der Mundwinkel ein wenig eingerissen und irgendwie tut das weh. Deswegen passiert das ganz automatisch. Aua. Ja, tut mir leid, wenn ich doofe Gesten mache. Ich muss mich auch daran gewöhnen, dass man mich aufnimmt. Boah, ist das gut. Oh. Huch, ich sollte nicht so viel rumalbern. Hey. Zieh, Alter, zieh. Ich hab's heute übrigens auch nochmal versucht, mit dem Controller zu spielen. Mit dem hier. Ah, mit dem ich auch Alice und Tomb Raider gespielt habe. Hat überhaupt nicht geklappt, weil, wenn man den anschließt oder sagt, hier, wir wollen mit Controller spielen, mein Lieber, dann lenkt der ganz automatisch. Was ein bisschen doof ist irgendwie. Er denkt sich einfach, oh, ich lenk mal für dich. Und das heißt, wenn man dann in eine Richtung dreht, dann hört er nicht mehr auf. Und da ich keinen Bock habe, sowas einzustellen, ist mir das dann auch wurscht. Dementsprechend geht es dann einfach mit Tastatur jetzt weiter. Ein bisschen schade, weil mit Controller ist das, glaube ich, einfach ein Stück cooler. Beziehungsweise mir wurde sogar schon angeboten, dass mir jemand ein Lenkrad ausleiht. Das ich ja auch in einem der ersten Videos schon mal erwähnt habe. Dass ich eigentlich sowas auch besitze. Jetzt muss ich mich mal mit dir an der Nase jucken. Aber nicht gefunden habe und dementsprechend wurde mir das halt angeboten, auch mit so einem Ding hier zu fahren, dass mir das jemand ausleiht, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Weil ich habe ja immerhin das Teil hier noch vor mir, das Mikrofon, und dann muss die Cam passen, dann muss das Headset erreichen, ja, wobei das ist ein wireless Headset, das wird schon gehen. Aber dann sitze ich hier nachher so. Ach, halt's Maul. Ich alber doch gerade. Okay, mit der Facecam zusammen ist es deutlich schlimmer, weil man neigt viel mehr dazu zu gestikulieren und dabei die Hände hochzunehmen. Ich fahre freihändig. So ist das manchmal. Sind wir bald da? Oh, ich muss hier abfahren. So, einfach mal dreist drüber gezogen. Bin so schnell. Ach, ich muss doch links fahren. Ja, komm, lass meinen Anhänger in Ruhe da hinten. Komm schon. Fahr doch mal ein Stück zurück. Du stehst im Weg. Ja, ja. So, jetzt will ich sehen, was er macht. Moment, da bleibe ich mal ganz dreist hier zu stehen. Na? Fahren wir noch ein Stück vor. Hatte ich nicht meine Kamera dafür? Moment, Moment, ich hab's gleich hier irgendwo. Nein, das war sie nicht. Nein, nein, ich hab keine Kamera dafür. Er bleibt da einfach stehen. Na gut, mir soll's recht sein. Ist mir egal. Tschüss! Ach komm, fahr. Hopp, hopp, hopp.
jetzt bin ich dran. Und ich muss da rein, oder? Ich bin dir unsicher. Ach komm, Alter. Chaosfolge. Die nächste. Naja, habt ihr was zu lachen. Und ich ärgere mich. Warum fährt er mir da eigentlich rein? Der hat mich doch gesehen, oder? Ey, ich hab Vorfahrt. Was ist so sinnvoll mit meinem kleinen Auto? Schlups. Wir sind doch hier nicht beim Go-Kart oder, nee, wie heißt denn das hier auf dem Weihnachtsmarkt oder so? Autoscooter, genau. Da sind wir doch nicht. Autoscooter auch schon seit 1000 Jahren nicht mehr gefahren. Und wenn ihr dieses Spiel dazu seht, dann wisst ihr warum. Also man kann sich das sehr, sehr gut vorstellen, warum ich das nicht mache. Beziehungsweise warum mich vielleicht doch keiner fahren lässt. So, sind wir jetzt endlich bald mal da? Alter Vater, das ist ja unglaublich weit. Na, aber immer noch nicht. Und wir haben noch eine ganze Strecke vor uns, noch 129 Kilometer. Und dafür werden wir ungefähr noch 2 Stunden brauchen, also 2 Stunden in Gamezeit. Das heißt noch so 10 Minuten. Oder so. Bin mir unsicher. Naja, egal. Jetzt überholt der Sack uns auch noch, oder was? Das war der doch, oder? Komm her, du, ich krieg dich. Naja, lieber nicht. Kriegen schon genug abgezogen. Können wir mal eben schauen, gibt es hier nicht irgendwo... Ach da, 6% Schaden und 1% auf dem Anhänger. Ja, das beteuern. Naja, wird uns ja bloß vom Lohn abgezogen. Was soll's. Muss man mal mit leben, ne? Also dafür hatten wir halt unseren Spaß. Und er fährt auch nicht. Und gleich schläft er ein. Alter. Fahr, Mann. Und so zieht sich die Zeit dahin. Naja, aber wir überholen jetzt mal nicht. Nein, wir überholen nicht. Weil da sind 2 LKWs vor uns. Service in 200 Yards. Aha, jetzt gibt er wieder ein bisschen Gas. 21:02 Uhr haben wir es jetzt inzwischen in-game. Wie viel später haben wir es in real life? Oh, okay, später. Man sieht es ja auch hinter mir, es ist auf einmal viel dunkler und es blendet nichts. Daran kann man es gut erkennen. Genau, schön anhalten, du Arsch hier. Braver Arsch. Tü, 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 wir fahren immer weiter. Na, was wird das da vorne wieder? Oh nein, eine Kurve. Ich bremse so schnell ich kann nur ab. Also schalte ich nur kann ab. So rum. Nein. Ja, reicht auch. Jetzt geben sie wieder Gas und hier krüppel ich jetzt wieder rum. Komm, zieh! Aha, hier darf ich wieder schneller fahren. Glaube ich zumindest. Aber hier auch eine sehr schöne, leicht bergige Landschaft mit einem kleinen Flüsslein hier links, rechts. Ja, hier links. Da links. Seht ihr den Fluss? Den grünen Fluss? Naja. So, Trucker will nach Hause. Trucker hat Bierdurst. Wobei, man könnte die auch während der Fahrt trinken. Muss ja keiner sehen. Ich könnte mir jetzt auch die Zeitung hier schön auf dem Lenkrad aufschlagen. Und einfach ein bisschen lesen nebenbei. Wo dann drin steht, Schlagzeile, Trucker fahren immer unsicher. Und du denkst so, was? Warum? Eben mir den Gefallen vom LKW. Na, schön weiterfahren.
will immer mittig fahren. Ich will immer so fahren irgendwie. Kann man nicht in der Mitte sitzen? Ist das nicht viel leichter? Ein Auto zu fahren, da muss man sich einfach nur mittig halten. Boah, und jetzt krüppeln wir hier wieder. Die nächste Pause muss da auch bald mal drin sein.